Neue Handelswoche und auch heute wieder. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir beginnen die Woche, die neue Woche, mit einer Trading-Chance im Währungsbereich, genau genommen bei US-Dollar gegen kanadischen Dollar und steigen sogleich ein, aber natürlich wie immer ein kurzer Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Ja, kanadischer Dollar gegen US-Dollar. Da haben wir zu dieser Zeit im Monat tendenziell eher Schwäche des kanadischen Dollar und Stärke des US-Dollar. Das ist also, wenn man jeden Monat immer wieder zu dieser Zeit, wenn es so in Richtung Handelstag 15 geht und restliche Handelstage des Monats, dann kann man dort feststellen, dass es dort regelmäßig zu Schwäche im kanadischen Dollar kommt und zu Stärke gegenüber dem zu Stärke des US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Zuletzt hat sich der kanadische Dollar, wir sehen hier den Chart, deutlich erholen können, von unter 0,72 auf 0,75 in der Spitze gegangen oder sogar über 0,75. Und ja, hier haben wir jetzt eine sehr kurzfristige einen sehr kurzfristigen Trade. Das Zeitfenster für diesen Systemtrade ist bis Freitag offen. Freitag zum Handelsende wird dieser Trade glattgestellt und umgesetzt wird das mit einem Open-End-Turbo-Optionsschein von Vontobel. Die WKN lautet VV1EZZ, VV1EZZ, Einstieg Market. Stop-Loss liegt bei 0,8 und Exit ist hier am Freitag zum Handelsende, also so Richtung 22 Uhr, sollte man dann seine Position geschlossen haben. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen interessanten Handel, nicht nur heute, sondern auch in der gesamten Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.